Tausche defekten Topf gegen Wagen. Wer schreibt sowas? Du suchst einen Hexer? Jemanden, der ein Monster tötet. Hexer wäre nicht verkehrt. Monster? Was für eins? Groß, böse, hässlich, hockt in der Kanalisation. Wenn du Interesse hast, geh zum Garin-Anwesen und frag nach Olgierd von Everring. Das Biest ist praktisch tot. Wunderbar. Kennst du mich noch? Aber ja, wir haben uns in Weißgarten getroffen. Du bist... Gaunter Udim, auch Spiegelmeister genannt. Ich half dir, deine Yennefer zu finden. So treffen wir uns wieder. Und wieder brauchst du meine Hilfe. Auf dich wartet der Strick, wie ich höre. Falls dieser Fraß hier dich nicht vorher umbringt. Ich hab noch nicht probiert. Wirkt nicht sehr vielversprechend. Wie deine Lage. Ich könnte versuchen, dich daraus zu befreien, weißt du? Du willst doch von Bord gehen, oder nicht? Oh ja, aber was in aller Welt könntest du? Oh, ich kann mehr als du denkst. Ich helfe dir, Geralt. Aber zuerst muss ich sicher sein, dass du den Gefallen erwidern wirst. Stimmt. Von nichts kommt nichts. In der Tat. Schließlich bin ich Kaufmann. Also, willst du meine Hilfe? Ja. Abgemacht. Wenn alles vorüber ist, treffen wir uns an der Kreuzung unter den Weiden in der Nähe von Yandra um Mittag. Ach, und ich gebe dir was mit, das dich an mich erinnert. Was ist das? Ein Mal unseres Bündnisses. Mit wem quatschst du da? Mit niemandem. Ich konnte Schiffe noch nie leiden. Schaukeln wie die Teufel. Mein Magen auch. Einfach alles verschlafen. Das wird... Ich wusste, dass du kommen würdest. Ich brauche eine intelligente, gerissene und risikobereite Person. Jemanden wie dich. Die reinste Schmeichelei. Ich habe viele interessante Dinge anzubieten. Dinge wie... Überfluss und Fülle für Körper und Seele. Dir wird es weder an Essen noch an Trinken mangeln. Als Hexer gefallen dir sicherlich erstklassige Waffen. Das alles kann ich dir bieten. Dein Körper, so flink wie nie zuvor. Dein Geist, schneller als der Blitz. Romantisches Talent, um allen Frauen zu schmeicheln. Aber vor allem biete ich wahres Abenteuer. Ein Erlebnis wie kein anderes. Das Schicksal weniger auserwählt. Hüte dich vor dem Mann des Glases. Wer ihm im Weg steht, der leidet ein Schicksal schlimmer als der Tod. Du bist doch ein Mann der vielen Talente.
Kannst du das nicht selber lösen? Da liegt der Hase im Pfeffer. Dem Pakt nach darf ich meine Schuld erst eintreiben, wenn ich von Everick 3 Wünsche erfüllt habe. Doch ich kann sie nicht selbst erfüllen. Ich brauche einen, wie soll ich sagen, einen Stellvertreter. Was erwartest du von mir? Für den Anfang begleitest du mich auf einen Besuch bei von Everick. Dann improvisieren wir. Und was sehe ich dann? Was du sehen musst. Du wirst deine Meinung ändern. Das verspreche ich dir. Erfüll dich und verbreite Kampf. Wir haben gegessen, getrunken, gekämpft. Und ihr bringt mich um. Ich bin einer von euch. Das warst du mal. Was hat er getan? Was geht dich das an, verfickt nochmal? Ich sag dir, was jetzt passiert. Ich frage nochmal. Höflich. Und du antwortest genauso höflich. Und was, wenn nicht? Dann werde ich wütend, spare mir die Worte und schlachte euch alle wie Schweine. Ihr räudigen Köter. Solange ich hier bin, schlachtest du keinen. Eine Herausforderung? Gut gesagt. Kämpfen wir. Willst du das wirklich wissen? Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Ah. Nun sag mir, welche Belohnung du gewählt hast. Ich will gar nichts von dir. Bist du sicher? Ich vermag vieles. Schauspiel.